Ich begrüße euch mal wieder bei Mario und Luigi 2 zusammen durch die Zeit. Ich habe jetzt mal einen anderen Filter reingemacht. Kann auch sein, dass es nicht mehr laggt oder so. Sieht auch ein bisschen besser aus. Finde ich. So, der stirbt erstmal, der Gegner hier. Wow! Mit einem Zug down gekriegt. Mein Skill ist wieder da. Okay. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt alle Feuerdinger da hochgeschmissen. Kann sein, dass wir jetzt endlich hier alles in der Mitte sammeln können. Ja, gut, können wir. Und da unten ist noch ein Block. Ich will den noch haben. Kann ich den anreden? Nö, kann ich nicht. Schade. Komm. Geld, Geld, Geld. Regiert die Welt. Hier haben wir nichts mehr, oder? Ja, nichts mehr. Die Flamme wird dann immer größer. Am Ende ist die bestimmt richtig fett. Oh ja. Dieses komische Ding, das glüht sogar schon. So, wir schießen das mal hoch. Und ja klar, der kleine Wald, der uns den Weg versperrt hat, wird abgebrannt. Jetzt sind da nur noch so komische schwarze Stäbchen, die aus der Erde ragen. Ja, gut, wir können jetzt hier durch. Hier raucht es sogar noch. Kann ich hier noch anreden? Nö, kann ich nicht. Blinder kann ich anreden. Ja, oder? Ja. Okay, den haben wir, glaube ich, schon im letzten Part angeredet. Kann sein, aber kann auch nicht sein. So. Also. Hier ist grünes Wasser und komische Dinger. Wieder so ein X. Wer weiß, was das noch bringt. Wir werden es später im Spiel herausfinden. Gut. Ich lese es mal vor. Die Macht der Vier ist unüberwindbar. Das Ziel ist die Lahnfabrik der Schrubs. Ja. Besser könnte ich das bis jetzt noch nicht zusammenfassen. Oben auf der Karte sieht man diese Fabrik, glaube ich, schon. Und hier ist wieder so ein Toad. Fabrik voraus. Okay. So, euch schmeiße ich mal hoch. Oh, Gegner. Oh, schade, kein Erstangriff, aber der wird direkt mal gekillt mit der grünen Panzer und so. Klatsch und klatsch und klatsch. Klatsch, klatsch, klatsch. Ah, schade. Ich glaube. Ja, Gnut. Gnut, Gnut, ja, Gnut. Ich sage jetzt immer Gnut, okay. Ich hoffe, das stört euch nicht. Jetzt sage ich immer Gnut, anstatt gut. Gnut. Hallo? Ich blieb gerade hängen irgendwie. Okay. Gibt's Geld? Und einen Mario-Block. Die Jeans, warte, bestimmt steht hier der komplette Name. Jeans, okay, Jeans. Verstärkende Jeans, die den Träger zum Berserker machen, okay. Soll ich die einen der Brüder angeben? Obwohl, es wird zwar den Angriff steigern, aber die Verteidigung immens senken. Also ich würde sagen, wir vergessen das besser mit dieser Jeans. Angriff ist zwar cool, aber Verteidigung ist sehr wichtig und davon gleich mehr als die Hälfte wegzugeben ist ein bisschen zu viel.
Ja, ich glaube, hier kommen wir noch nicht weiter. Ein Gegner, geil. Ich finde, die Kämpfe sind ganz geil. Ich nehme jetzt mal die Bro-Blume. Ich kann jetzt endlich mal den A- und B-Knopf benutzen, weil kein Geist dabei ist. Okay, geil. So. Leider ist keiner gestorben, aber die werden wahrscheinlich durch die Konterangriffe sterben. Doch, ich finde schon irgendwie, vorher sah das ohne diesen geilen Filter ein bisschen pixeliger aus, fand ich. Ja, alle tot. Ist zwar nicht der beste Filter, mit dem der am besten aussieht, aber das Gute an dem ist, der sieht relativ gut aus und ruckelt nicht. So, was machen wir bei dem lieben Luigi? Machen wir bei dir mal den Bart. Und da sieht es eigentlich ganz gut aus. Vielleicht kriegen wir ja die 6. Eine 6. Also, ich glaube, heute habe ich ein bisschen Luck. Bei dem Luigi machen wir auch den Bart. Um 4. Ja, ich würde sagen, das passt. Okay. So. Vielleicht ist an der anderen Seite noch ein Gegner. Oh ja. Ein Geist. Komm her. Gut. Boah, 10 Schaden macht nicht schon nie. Mit Konter. Okay, bei euch machen wir die Bro-Blume. Oh, leider mit X und Y wieder. Die hinteren sind down und der letzte hier unten, der wird mit der Green Shell gekillt. So. Schön viel Erfahrung von denen bekommen und die Bro-Blume haben wir zurückbekommen. Gut. Ich nehme das gerade am 28.02. auf. Also bis jetzt habe ich schon 4 Parts hochgeladen. Und der erste Part hat schon 7 Daumen hoch. Also ich dachte echt nicht, dass euch dieses Let's Play so gefällt. Aber das ist doch ganz gut eigentlich. Ist da ein Gegner? Ja, ist ein Gegner. Die Babys machen am besten mit in dem Kampf. Oh, komm. Weil dann kriegen die auch noch Erfahrung. So. Bei denen mache ich jetzt mal nicht die Bro-Blume. Den Boo-Guy, den lasse ich erstmal in Ruhe und ich kehre erstmal diese komischen Elastopiranias. Boah! Luigi, Mario, geh ab, Alter. Der Große und der Kleine, hä? Luigi ist auch gut. Genau wie vorher springe ich bei diesem Gegner mit beiden. Weil ich immer noch nicht weiß, wie das Angriffsschema von den beiden ist. Von dem weiß ich es schon, aber bei diesen komischen Röhren nicht. Boah, in dem Kampf habe ich voll viele Toys. Hat sich bestimmt sehr ausgezahlt mit dem Bartwert erhöhen. Ich finde auch irgendwie bescheuert, dass die Babys auch einen Bartwert haben. Die haben noch gar keinen Bart. Reisetipps. Reist auf der schwebenden Plattform, um dornige Pfade zu überwinden. Wenn ihr einen Block anstößt, sollte sich die Plattform in Bewegung setzen. Wieso habe ich anstößt gesagt? Toad Forst, Försterbüro. Okay. So, also okay. Ich würde sagen, dieser Förster-Typ, ich glaube, der ist auch schon an. Wo ist bitte gerade diese Plattform? Ich will die wieder haben, die Plattform. Ah, geht doch. Und die Babys sind wieder draußen. Die sind bestimmt auf diesen komischen Knopf da gesprungen. Ich
werde aber erstmal gucken, dass wir irgendwo anders hinkommen. Vielleicht kriegen wir einen Block irgendwie auf der Fahrt. Ich mache hier mal einen Zwischenstopp. Sind wir hier schon richtig oder was gibt's hier? Oh, ein Block. Ein Luigi-Block. Und zwar den Sparorden. Was bringt der denn? So, der Sparorden verliert nur wenige Münzen bei der Flucht aus dem Kampf. Naja, der ist eigentlich scheiße, aber ich gebe dir mal den Luigi. Wir fliehen ja eh nicht. Ich sollte mal mir einen Timer machen, weil ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Zeit vom Part vergangen ist. Ich schätze mal irgendwie 12 Minuten schon. Mache ich auch nochmal einen Stopp und besiege diesen Assi. So. Leider mal ohne die Babys, aber komm. Die sind doch eh schon over-IP'd. Oh ne, ich mache jetzt mal den normalen Sprung auf diesen Boo-Guy. Und auf die mache ich einen grünen Panzer. Ja, passt. Euch weiche ich aus. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt, wie man die ausweicht. Also, wenn er nach hinten geht, dann geht er auf Luigi. Und wenn der da stehen bleibt, dann geht er auf Mario. Ich habe das aber relativ spät herausgefunden. Boah, Luigi. Also, ich würde sagen, der Bartwert ist geil schon. Bei Mario ist es, glaube ich, 26. Und bei dem Luigi haben wir 34. Hört sich ganz gut an für den Anfang. So, wir gehen erstmal hier in den nächsten Raum. So, auf der Karte sind wir schon bei dem ersten komischen Totenfall, oder wie man das nennt. Wir betätigen den Block, damit wir die Babys wieder bekommen. So. Ich hole erstmal diesen Block hier oben. Da sind nämlich drei Blumen drin. Und den hier kriegt man nicht durch das normale Springen. Da muss man springen und X drücken. So. Jetzt müssen wir nach der Reihenfolge diese Blöcke betätigen. Y, X, B und A. Jetzt hätten wir diesen Totenfall aktiviert. Und es passiert was. Der eine Schrubarm ist, glaube ich, gerade... keine Ahnung, stärker geworden oder weiß ich auch nicht, kaputt gegangen. Kann man nicht so wirklich erkennen. Wir haben den Huni abgegriffen, haben schon 707 Geld. Diese komischen Adern hier durch den Boden, das ist der ganze Elan von den armen Pilzen. So. Okay. Die Spastis sterben erstmal, warte. Da würde ich sagen, wir machen erstmal die Bro-Blume. So, die ersten beiden sind down. Jetzt müssen wir uns über den hier kümmern. So. Mal wieder massig an XP abgegriffen und eine Bro-Blume bekommen. So. Ich glaube, den kann ich mit einem Sprung besiegen, oder? Ja. Okay. Dann besiege ich die Spassis mit... Komm, ich spare mir mal diesen grünen Panzer. Ich krieg die auch schon so kaputt. Ich nehme heute mal mit K
keinem auf, also nur alleine. Weil die haben gerade keine Zeit. Der eine geht gerade nicht dran über Skype und der andere, der hat gerade keine Zeit einfach. Also. Egal, dann nehme ich einfach so auf. So. Eine Bro-Blume und einen Pilz bekommen. Und der Mario erreicht ein Level. Und bei dir machen wir mal... Die KP sind scheiße. Der Angriff ist scheiße. Die Verteidigung ist scheiße. Da kommt die Geschwindigkeit um. Eins. Ja, egal. Geschwindigkeit ist egal. Und bei dem Luigi machen wir... Den KP-Wert, oder? Warum? Eins. Ja, super. Einmal Glück im Part und dann auf einmal nur noch Scheiße. So. Bei dir machen wir mal... Den Bartwert nicht. Die Geschwindigkeit auch nicht. Was machen wir denn bei dir? Auch die KP, oder? Um zwei. Okay, besser als eins. War trotzdem nicht das Beste. Schade. Bei dem Baby Luigi machen wir... Den Angriff um. Eins. Ja, super, ey. Ich habe jetzt irgendwie gerade voll Pech auf einmal. Einmal ganz kurz Glück und auf einmal kommt der Pech wieder. Ich glaube aber, das kennen viele Let's Player. Oh, was soll man denn hier machen? Wo ist denn hier ein Powerblock, bitte? Da hinten irgendwo, ne? Ich gehe da mal hin mit dieser Plattform, würde ich sagen. Mario und Luigi. Bitte. So. Ich gehe erstmal ein bisschen weiter runter. Vielleicht ist da ja irgendwo ein Block und ich will ja den ja nicht übersehen. So. Jetzt können wir da hoch erstmal. Aber wir wollen ja erstmal wieder zurück mit den beiden großen Brüdern. Nochmal stehen bleiben, damit wir darüber können. Über dieses gelbe Ding. Ich habe zwar null Ahnung, wofür das dient, aber egal. Einzige, was es macht, ist einen auf den Sack gehen. Und ich habe gerade... fast einen Fehler gemacht. Na, kacke. Gut. Babys, kommt mal wieder raus. Ich brauche euch. Gut. Hier ist wieder ein neuer Pfahl. Und wieder ein paar Blöcke. Und wie kriegt Luigi immer die Blöcke? Schon der zweite Block, glaube ich, schon in dem Part. Und das Geld will ich haben, sonst passiert uns wieder ein Missgeschick, wie im letzten Part. So. Okay. Y, X, B, A. So, ich glaube, die Zeit wird knapp. Dann sage ich jetzt erstmal, falls euch dieses Video gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergiss die Bewertung nicht. Und wir sind gerade hier bei dem zweiten Pfahl. Und wir wollen zurück zu dieser Fabrik, um da einzudringen und gucken, was da drinnen los ist. Ja, also bis dann. Tschüss, ne?